Guten Abend, liebe Zuschauer. Am Ende einer Börsenwoche, in der sich angesichts der weltweiten Lockerungsmaßnahmen die Zuversicht verstärkt hat. In China zeigt sich bereits eine klare Erholung und auch die deutsche Wirtschaft könnte das Schlimmste bereits hinter sich haben. Wirtschaftsforscher rechnen nun mit einer Bodenbildung auf niedrigem Niveau. Eine Aussage, die weniger eine Prognose ist als ein Herantasten an das, was wohl kommt. Besonders nebulös bleibt das Bild für die deutsche Exportwirtschaft. Sie ist international verflochten, hängt von besonders vielen Wenns und Abers ab. Im März gingen die deutschen Exporte so stark zurück wie seit 30 Jahren nicht, um rund 12%. Auch die Einfuhren sanken, wenn auch weniger stark. Im April, dem Monat der weltweiten Shutdowns, dürfte es ebenfalls einen massiven Einbruch der Exporte gegeben haben. Denn die Produktion stand weitestgehend still, Werke blieben geschlossen. Der für Deutschland wichtige Binnenmarkt Europa wurde aus den Angeln gehoben, wichtige Lieferketten gesprengt. Da die Weltwirtschaft nur langsam wieder in Gang kommen dürfte, zudem unsicher ist, ob das vorherige Handelsvolumen wieder erreicht wird, stellen die Exportunternehmen alles auf den Prüfstand. Ihre Geschäftsmodelle, Investitionen und das Personal. Die desaströsen Exportdaten resultieren aus dem Stillstand der weltweiten Lieferketten. Werden sie wiederhergestellt, nimmt der Container- und Schiffsverkehr wieder Fahrt auf, könnte sich die Lage in Europa auch schneller bessern als gedacht. So wie in China, was diese Woche durch überraschend positive Exportdaten deutlich wurde. In China belebt sich die Nachfrage bereits, während die USA und Europa gerade erst den Weg der Lockerungen beschritten haben. In Europa könnte die Corona-Krise das wirtschaftliche Auseinanderdriften der Länder noch verstärken. Die Hilfen aus dem Rettungsfonds ESM sollen hier Abhilfe schaffen. Sie dürfen in den Ländern nur als Finanzierung für Gesundheitskosten eingesetzt werden. Deren Verwendung will die EU-Kommission nur minimal überwachen, wie sie heute erklärte. In Spanien, Portugal und Italien, wo die Wirtschaft sehr in Mitleidenschaft gezogen ist, sind längst ganz andere Diskussionen entbrannt. Dort fordern Regierungsvertreter angesichts der durch Corona ausgelösten finanziellen und sozialen Notlagen vieler Menschen ein gemeinsames System für ein europäisches Mindesteinkommen. Die Pandemie führt zu völlig neuen Denkansätzen, verschiebt bislang als gegeben angenommene Voraussetzungen für das Funktionieren der Wirtschaft. Auf einmal werden vertrauensbildende Maßnahmen zentral, um die Pfeiler der Wirtschaft zu stärken, zum Beispiel den Konsum. Nur wenn die Menschen ihren Lebensunterhalt als gesichert ansehen, werden sie auch bereit sein, Geld auszugeben. Dies galt eigentlich schon immer. In der Corona-Krise aber scheint dies die Bedingung, ohne die gar nichts geht. Dinge wie die Sicherheit, dass das Kurzarbeitergeld lange fließen wird, direkte Zuschüsse, rückzahlbare Kredite funktionieren, werden entscheidend. Auf einmal bestimmt die Effizienz von Schutzmaßnahmen die Stimmung von Verbrauchern. Ob Hygienekonzepte aufgehen, Masken tatsächlich Infektionen verringern, überhaupt, ob die 1,50 Meter Abstandwirtschaft in der Realität funktioniert. Dies stellt die Wirtschaft tatsächlich auf eine neue Grundlage, bedeutet eine Art Stunde Null, in der bisherige Geschäftsmodelle und Entwicklungen hinterfragt werden und werden müssen. Im Moment sind die Verbraucher verunsichert. Unsicherheit macht vorsichtig und nicht unbedingt optimistisch. Laut einer aktuellen Umfrage der Konsumforscher der GfK rechnen 33% der Befragten damit, dass sich ihre eigene finanzielle Situation in den nächsten 12 Monaten verschlechtern wird. Der Wert spiegelt angesichts von Millionen Kurzarbeitenden eines ganz deutlich. Die Angst, dass die Lage vielleicht doch alles andere als stabil ist. Möglicherweise neues Ungemach durch neue Infektionswellen drohen. Schlicht die große Angst vor Jobverlust. Die Menschen stellen Ausgaben daher zurück. Am allerersten wollen sie in nächster Zeit am Urlaub sparen, wobei Verreisen im Moment ohnehin noch gar nicht möglich ist. Auch auf große Anschaffungen wie ein Auto, neue Möbel, Kleidung oder Schmuck wird eher verzichtet. In den USA hat die Pandemie den jahrelangen Boom am US-Jobmarkt beendet und Massenarbeitslosigkeit ausgelöst. Die Arbeitslosenquote lag im April bei knapp 15%, die höchste Quote seit dem Zweiten Weltkrieg. Wobei Anleger sogar noch schlimmere Daten befürchtet hatten. Der DAX reagierte mit Kursgewinnen. Heute ein Plus von rund 1% auf 10.904 Punkte. Auf Wochensicht konnte der DAX kaum zulegen, doch verloren hat er eben auch nicht.
Positiv wurde von Anlegern heute registriert, dass die Europäische Zentralbank neue Maßnahmen im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen von Corona prüft, wie offenbar den Aufkauf von Unternehmensanleihen geringerer Bonität. Anleger sehen dies als Bestätigung, dass die EZB ihre Aussage, alles zu tun, tatsächlich ernst nimmt. Die EZB geht davon aus, dass die Euro-Länder für ihre Stützungsmaßnahmen möglicherweise Billionen an neuen Schulden werden machen müssen. Beim geplanten Wiederaufbaufonds der EU ringen die Euro-Länder derzeit noch um das Volumen und die Finanzierung. Ihnen ein ganz schönes Wochenende.